Wir haben ja letzte Woche gestartet mit einer Predigtserie über Daniel und haben gemerkt, Daniel ist weder ein Abenteuerbuch, noch ist es ein prophetischer, genauer Fahrplan, wann Jesus wiederkommen wird, sondern es ist eine unglaubliche Geschichte von einem Mann, der am dunkelsten Ort in dieser Welt nicht nur überlebt hat, sondern aufgeblüht ist. In vielen Herausforderungen. Wir haben letzte Woche festgehalten, wir sahen in ihm vier Dinge, die ihn aufblühen haben lassen. Und das war Glaube, das war Hoffnung, eine Demut und Weisheit. Und heute wollen wir über Glauben reden. Und als die Lisa das Lied gesungen hat, das letzte, im Glauben zu stehen und zu sehen, wie Riesen fallen. Einfach nur, weil wir stehen. Ich bin so froh, dass Janni da ist, um heute über den Glauben zu sprechen. Ja, weil der Janni, es hat nicht nur Daniel erlebt, auch Janni hat in seinem Leben schon erlebt, wenn man steht, if you stand, the giants fall. Ich kenne den Janni schon länger und ich glaube, es gibt fast keine Person, die stärker in anderen Menschen Glaube freisetzen kann und entzünden kann. Und ich möchte euch wirklich einladen und herausfordern, euer Herz zu öffnen für die Botschaft, die der Janni heute hat. Und es ist nicht nur eine Botschaft, es ist ein Leben im Glauben. Good, I'm not sure if you understood something. I understood some of that. I'm not quite sure what you said. Yeah, I just said, go. Good. You are welcome. Yeah, it's an absolute joy to be with you. Ja, es ist eine große Freude, hier zu sein. It is so that Britain has now finally left the European Union. Es ist tatsächlich so, die United Kingdom oder das Vereinte Königreich hat die EU verlassen. Yeah, I felt that at the airport yesterday. Ich habe das gestern gespürt am Flughafen. But we've also felt it when we ran out of fuel. Aber wir erleben das gerade auch, wenn wir keinen Sprit haben an der Tankstelle. But the church in London has flourished during the COVID pandemic. Und trotz dieser Pandemie ist die Gemeinde auch aufgeblüht. We have not had the privilege of meeting like this as regularly as you have. Ja, wir hatten leider nicht das Vorrecht, uns so wie ihr zu treffen heute in der letzten Zeit. But yet we found the church flourishing. Aber wir haben trotzdem die Gemeinde erlebt, wie sie aufblüht. Over the last 18 months. Über die letzten 18 Monate. We as church have taken the lead. Haben wir als Gemeinde auch die Initiative und die Leitung übernommen. To distribute almost 150,000 meals to people in crisis. Um 150,000 Essenspakete auszugeben für Menschen in der Krise, in der it's Not. It's been an incredible season for Doxodale in London. Es ist eine unglaubliche Phase auch für uns als Gemeinde in London. And the issue of faith comes into play. Ja, und da spielt auch Glaube mit rein. You know, Daniel was an incredible young man. Ja, Daniel war ja ein unglaublicher junger Mann. He grew up most likely in the courts of the king. Ja, wahrscheinlich ist er in den Räumen des Königs aufgewachsen. The Bible says he was an intelligent young man. Die Bibel sagt, dass er ein richtig intelligenter junger Mann war. Of noble background. Mit adliger Herkunft. With a huge prospect of a future in front of him. Mit einer gigantischen Zukunft, die vor ihm lag, eine rosige Zukunft. And in one night. Und in einer Nacht. All of that changed. Hat sich das alles verändert. I'm wondering how many of you in this room have had an experience like that. Ich wundere mich, wer von euch schon hier im Raum so eine Erfahrung hatte wie Daniel. In one moment everything changed. In einem Moment hat sich alles verändert. The appointment with your boss that redefined everything. Ja, die Anstellung, das Gespräch mit deinem Chef, das alles plötzlich verändert hat. The phone call that you had from the doctor. Der Anruf, den du vom Doktor bekommen hast. Perhaps the moment when you sat down with your son. Vielleicht der Moment, als du mit deinem Sohn dich mal hingesetzt hast. Daniel had a moment like that. Daniel hatte einen Moment wie diesen. This foreign king, dieser fremde König, had conquered his nation, hat seine Nation eingenommen and took away the cream of the crop into a place called Babylon. Hat die Besten der Besten mitgenommen, verschleppt nach Babylon. Babylon was an evil place. Babylon war ein ganz schlimmer, furchtbarer Ort.
It was known for its demonic powers. Es war bekannt für diese dämonischen Mächte. And the king takes away Daniel and three of his friends. Und der König hat den Daniel und drei seiner Freunde mitgenommen. They were part of many of the people that were taken away. Es waren Teil von einer größeren Gruppe, die weggenommen wurden. And the king actually gives Daniel a new name. Und der König von Babylon gibt auch dem Daniel einen neuen Namen. This name actually meant und dieser Name bedeutet auch Son of a Demon. Sohn des Dämon. He emasculated Daniel. Er hat Daniel kastriert. Can you imagine going through a change of life like that in a question of a few months? Kannst du dir vorstellen, wie man durch so Veränderungen geht innerhalb von wenigen Wochen, Monaten? And yet just a few chapters into the story. Und wenn man ein paar Kapitel in die Geschichte reinliest, we find Daniel not surviving. Dann entdecken wir Daniel eben nicht nur am Überleben. We find Daniel thriving. Sondern Daniel am Aufblühen in diesem Kontext. There's something resilient in the nature of who he is. Da war etwas, was wirklich resilient in seiner Natur, in seinem Wesen war. And that's what this series is about. Und darum geht's in dieser Predigtserie. How do you and I build resilience into our lives? Wie etablieren du und ich Resilienz in unserem Leben? When everything around us says, wenn alles um uns herum sagt, we should actually be failing. Wir sollten eigentlich nur am Boden liegen und we versagen. Should be struggling. Wir sollten kämpfen. And I know, und ich weiß, you are not Daniel. Ihr seid nicht Daniel. I'm not Daniel. Ich bin auch nicht Daniel. I know that your reality and my reality is not Daniel's reality. Und ich weiß, dass deine Wirklichkeit und meine Wirklichkeit nicht Daniels Wirklichkeit ist. But yet every day we find ourselves. Aber trotzdem finden wir uns da immer wieder. As faithful followers of Christ. Als treue Nachfolger von Christus. In environments that do not support our belief. In Umfeldern und Wirklichkeiten, die nicht unseren Glauben unterstützen. And sometimes we find ourselves in environments that are actually contradictory to our faith. Und manchmal das sind wir auch in Umfeldern, die wirklich gegensätzlich zu unserem Glauben sind. It could be circumstances. Es können Umstände sein. It could be the place of work. Kann in der Arbeit sein. I recently heard a story of a teacher. Ich habe letztens eine Geschichte von einem Lehrer gehört. She works at a primary school. Arbeitet an der Grundschule. But the staff room. Aber das Lehrerzimmer. Was one of the most hostile places. War eins der fremdesten für sie Orte, die es gab. And the reason for that was the milk. Ja, oder feindlichen Orte, und der Grund dafür war die Milch. They would argue about the milk. Die haben einfach über die Milch gestritten. You know, when teachers come to the staff room, they bring their little milk. Ja, du weißt, wenn die Lehrer ins Lehrerzimmer kommen, bringen and they sie write ihre their name Milch on it. Und dann schreiben sie auf die Milchpackung ihren Namen. And they put it in the fridge. Und sie tun das in den Kühlschrank. And when somebody runs out of milk, und wenn jemand keine Milch dabei hat, they think I'll just take somebody of that, you know, a little bit of that, they won't notice. Komm, ich nehme einfach ein Stück von der Milch, wo ein anderer Name draufsteht, fällt bestimmt nicht auf. And it caused so much tension in the staff room. Und das hat so viel Spannung im Lehrerzimmer ausgelöst. We find ourselves in environments like this. Ja, wir finden uns ständig in solchen Umfeldern. We might not find ourselves in the courts of Babylon. Ja, wir sind vielleicht nicht in den königlichen Räumen von Babylon. But regularly we find ourselves in places of contradiction. Aber wir sind immer wieder in Orten, die so gegensätzlich zu unserem Glauben stehen. Here's a personal story. Hier ist noch eine persönliche Geschichte. In September last year we as a family find ourselves in a situation like that. Im September letzten Jahres haben wir uns als Familie in so einer Situation wiedergefunden. We noticed that one of our sons, one of our boys, we have four boys. Wir einer unserer Söhne, wir haben vier Söhne insgesamt. It was in the middle of lockdown. Es war in der Mitte vom Lockdown. And we all had some emotional challenges during lockdown. Und wir alle hatten auch auf Gefühlsebene Herausforderungen. Six people in a house. Ja, sechs Leute in einem Haus. It becomes a busy environment. Ja, es ist ein richtig beschäftigtes Umfeld. And we all had moments where we would feel down or we would feel, you know, we didn't know how to handle ourselves. Und natürlich hatten wir Momente, wo wir uns niedergeschlagen gefühlt haben und nicht wussten, wie gehen wir miteinander um. And Shireen and I looked at our son thinking maybe he's just, you know, he's missing his friends, he's. Und meine Frau Sheree und ich, wir haben unseren Sohn angeguckt und gemerkt, vielleicht vermisst er seine Freunde oder. Ja, school is online, church is online, die Schule ist online, Schule ist online, Freunde sind online. And he was aggressive. Und he was angry. War richtig aggressiv und aufgebracht. And he would isolate himself. Und er hat sich selber isoliert. And we just thought it was COVID. Und wir dachten einfach, okay, das ist jetzt COVID. Until we had a phone call from his school. Bis wir einen Anruf in der Schule hatten.
And what happened was he had accidentally accessed pornography on his school device. Und er hat versehentlich auf seinem Schul-iPad oder den Sachen hat er Pornografie-Seite ist aufgegangen. That moment became a catalyst for us as a family. Und dieser Moment bekam wirklich ein katalysatorischer Moment für uns als Familie. We had a lot of personal things to work through. Wir hatten einige persönliche Dinge, über die wir durcharbeiten mussten. And the further we got into the personal conversations, the more we started realizing the impact of this. Und als wir da weiter eingetaucht sind, haben wir gemerkt, wie groß der Einfluss davon ist. We were able to resolve things with the school and more importantly we were able to resolve things with our son. Ja, wir konnten Dinge mit der Schule in Ordnung bringen und noch wichtiger mit unserem Sohn in Ordnung bringen. But it wasn't a quick fix. Aber es war nicht irgendwie eine schnelle Lösung. In speaking to our friends, dann im Reden mit unseren Freunden, we realized one of our friends. Wir haben gemerkt, auch einer unserer Freunde, their daughter, 12 years old, die Tochter 12 Jahre. She had downloaded an app on her phone. Sie hat eine App auf ihrem Handy runtergeladen. Which is age appropriate. Wo eine Altersgrenze da ist. There's no restriction on the app. Aber itself. Auf dieser App ist eigentlich keine Altersgrenze drauf. Our kids have the app on their phone. Unsere Kids haben die App auf dem It was Phone. A way they communicated with their friends. Und auf diese Art und Weise haben sie mit ihren Freunden gesprochen. And within 6 days. Und innerhalb von 6 Tagen. After this girl had downloaded this app on her phone. Nachdem das Mädchen die App runtergeladen hat auf ihrem Telefon. An adult man started grooming her. Hat ein älterer Mann angefangen, sie zu kontaktieren und grooming zu Within verfolgen. 6 days. Innerhalb von 6 Tagen. To a place where when they heard our story, und ja, bis dass die natürlich unsere Geschichte auch gehört haben, they started addressing this, haben sie angefangen, auch das mit ihrer Tochter zu besprechen. The police was involved. Die Polizei war involviert bei dem Zeitpunkt. The social workers were involved. Die Sozialarbeiter waren mit einbezogen. And we as a family realized, und wir als Familie haben verstanden, that in the United Kingdom, dass in Vereinigten Königreich, there were certain laws that the government promised to pass, dass die Regierung versprochen hat, gewisse Gesetze aufzustellen. When a law is passed in the United Kingdom, it has something called royal assent. It goes to the Queen. Ja, wenn ein Gesetz verabschiedet wird, dann muss es im Vereinigten Königreich zur Königin. She signs it off. Und sie zeichnet das Gesetz dann. And the government is responsible to enforce that law. Und nachdem es unterschrieben ist, ist die Regierung aufgefordert, jetzt dieses Gesetz auch in die Wirklichkeit, die Tat This umzusetzen. Law would require age verification. Und dieses Gesetz, das schreibt vor, dass es Altersfreigaben oder Altersgrenzen gibt. We do age verification with tobacco. Ja, wir haben Altersbegrenzungen bei Tabak, bei Zigaretten, with alcohol, mit Alkohol, with gambling, mit Spiel. If you want to go and watch a movie, wenn du in ein Kino gehen willst und dann But we don't do it with pornography. Aber wir haben nichts in Bezug auf Pornografie. And so when we heard the story of our friends, und als wir die Geschichte dann der Freunde gehört when haben, we heard the story of the government, und dann diese Geschichte auch von der Regierung, we sat down with our son, dann haben wir uns mit unserem Sohn hingesetzt, and we asked his permission if we as a family could do something good. Und dann haben wir gefragt, ob wir als Familie jetzt aus dieser Situation etwas Gutes machen können. With that which was bad, mit dem, was schlecht war, that happened in our family. Das in unserer Familie passiert ist. And so last year, und dann letztes Jahr, we started off on a journey where we decided we were going to speak up publicly about this in our nation. Haben wir uns entschieden, einfach an die Öffentlichkeit zu gehen in unserer Nation. I was in every public television station. Ich war in jedem öffentlichen Fernsehsender. Every radio station. Ich war in jedem Radiosender und habe gesprochen. And at the moment there's a huge discussion in the United Kingdom und about. Momentan gibt's einen riesigen Dialog im Vereinigten Königreich. About pornography and age. Über Pornografie und Altersbeschränkungen. Just one more comment on that. Last year in September. Noch ein Kommentar dazu. Letztes Jahr im September. One in two adults in the United Kingdom. Einer von zwei Erwachsenen in England, pornographic websites. Der schaltet pornografische Webseiten an. We have discovered as a family, und wir haben als Familie entdeckt, we're sitting on a landmine. Wir sitzen auf so einer Mine. The fact is, again, my story is not your story. Ja, und hier auch wieder, meine Geschichte ist nicht deine Geschichte. But we all find ourselves in situations. Aber wir finden uns alle wieder in solchen Situationen, where we're challenged, wo wir herausgefordert sind, and where we need to grow. Und in denen wir wachsen müssen. Because here's one of the biggest things I'm going to say today. Jetzt möchte ich eine der größten Dinge sagen, die ich heute loswerden möchte. Babylon tests. Babylon testet the authenticity of your faith.
Babylon testet die Wahrhaftigkeit deines Glaubens. It's such a huge statement, I feel as if I need to say it again. Es ist so eine krasse Aussage, ich glaube, ich muss es nochmal sagen. Babylon tests the authenticity of your faith. Babylon testet die Wahrhaftigkeit deines Glaubens. You see, sometimes we find ourselves in places of testing. Ja, manchmal da finden wir uns wieder in Orten, wo wir getestet werden. Not because God wants to see what's in your heart. Und da geht's nicht darum, dass Gott jetzt sehen will, was in deinem Herzen ist. But we find ourselves in places of testing. Aber wir sind in so Situationen, wo wir getestet werden. So that we can discover what is in our hearts. So dass wir entdecken können, was ist in unserem Herzen. And herein lies an important principle. Und hier ist ein ganz wichtiges Prinzip steckt da drin. That those who walk away from God. Die in solchen Herausforderungen oder Testzeiten des Tests von Gott weglaufen. In anger and disillusionment. Mit einer Wut und desillusioniert. They don't do so because their test was too hard. Die gehen nicht weg, weil der Test zu schwierig war. They do that because their faith was not genuine. Sie rennen weg von Gott, weil ihr Glaube nicht echt. Sometimes we as children of God struggle with two types of faith. Ja, wir als Kinder Gottes, wir kämpfen manchmal mit zwei Arten von Glauben. That I don't think is authentic. Zwei Arten von Glauben, wo ich denke, die sind nicht authentisch. Here's the first one. Hier ist das erste. Good intentions. Das erste ist gute Absichten. You know, we think we do stuff in with good intention. Wir denken, wir tun Dinge mit guten Absichten. There was a young man in the Bible, in the book of Mark. Gibt einen jungen Mann in der Bibel im Markus Evangelium. He comes to Jesus and says, you know, what must I do to follow you? Er kommt zu Jesus und sagt, was muss ich tun, um dir nachzufolgen? And Jesus says to him, sell all your stuff and come and follow me. Und dann sagt Jesus, ja, verkauf alles und folg mir nach. It was a good intention to ask the question, what shall I do to follow you, Jesus? Ja, hinter der Frage, was soll ich tun, lag eine gute Absicht. But the good intention, aber die gute Absicht does not stand in the time of testing. Die reicht nicht aus, wenn Glaube getestet wird. One of my favorite parables. Einer meiner Lieblingsgleichnisse. Is the parable of the five wise birds. Ist das Gleichnis der fünf weisen Vögel. Have you ever heard that parable? Habt ihr mal von dieser von diesem Gleichnis gehört? Some of you are thinking, Jesus never told that. Ja, und manche denken jetzt, nö, Jesus hat es doch nie Jesus erzählt. Jesus didn't tell that parable. Okay, ja, und Jesus hat es auch nicht erzählt. The five wise birds are sitting on a branch. Ja, diese fünf weisen Vögel, die sitzen auf einem Ast. And one of the birds decides to fly away. Und ein Vogel trifft die Entscheidung, wegzufliegen. How many birds are left on the branch? Wie viele Vögel sind noch auf dem Ast? Come on, how many? Come on, wie viele? One, two, three. Five yeah. Birds are left on the branch. Immer noch fünf. Why? Because one has only decided. Weil der eine Vogel sich nur entschieden hat, wegzufliegen. Often we sit in meetings like this. Ja, es kommt vor, dass wir auch hier in so Versammlungen sitzen wie heute Morgen. And we make really good decisions. Und wir treffen richtig gute Entscheidungen. With really good intention. Mit wirklich guten Absichten. It's not going to stand in the moment of testing. Aber eine gute Absicht, da ist kein Bestand drin, wenn das getestet wird. Here's the second type of faith that sometimes fails us. Die zweite Art des Glaubens, die uns manchmal auch fallen lässt. It's the faith of my high moral standards. Es ist der Glaube in meine hohe moralischen Standards, in meine Ethik. Let me tell you, when we think biblical morality, morals, wenn wir biblische Ethik, biblische Moral anschauen, when they're present, Wenn they are present in our lives, ja, wenn diese Ethik, diese Moral in unserem Leben ist, it doesn't necessarily mean that you are a follower of Christ. Dann bedeutet es nicht automatisch, dass du Nachfolger von Jesus bist. Yeah. I know very beautiful people. Ja, ich kenne wirklich wunderbare Leute. Muslim people. Muslims. Some atheist people. Atheisten. Their kids sit next to our kids in the class. Die Kinder, die sitzen neben unseren Jungs in der Schule. They play at our house. Die spielen bei uns zu Hause. Those children have got beautiful moral standards. Und diese Kinder haben wirklich wunderbare moralische Standards. Because of their parents. Aufgrund ihrer Eltern. It doesn't mean they follow Christ. Aber es bedeutet nicht, dass sie Jesus folgen. Again, when Babylon comes. Wieder, wenn Babylon kommt. When the principle comes. Ja, wenn. Yeah, when that principle of Babylon comes your way. Ja, wenn
die Mächte Babylons kommen, how authentic will your faith be? Dann wird unser Glaube getestet. Wie wahrhaft ist dann dein Glaube? Here's the important thing we have to understand today. Das ist die wichtige Sache, die wir hier in dem Kontext verstehen müssen. That when we're speaking about faith in Babylon, wenn wir über Glaube in Babylon sprechen, we're not speaking about trying harder. Dann reden wir nicht darum, noch härter zu probieren und uns mehr anzustrengen. Because that's not faith either. Ja, hat auch nichts mit Glaube zu tun. I read a fascinating story. Ich habe letztens eine absolut faszinierende Geschichte gelesen. It's the story about a Japanese man called Hiro Onoda. Es ist die Geschichte von einem japanischen Soldaten mit dem Namen Hiro Onoda. Yeah. He was there he is. Hier ist er, seht ihr ihn? He was a Japanese Imperial Army Intelligence Officer. Er war ein Offizier in der japanischen Armee, Geheimdienstarmee. In World War II. Im Zweiten Weltkrieg. And he was stationed on one of the Japanese islands. Und er wurde zu einer japanischen Insel gesandt. With a command to protect this island at all costs. Mit dem Befehl, diese Insel mit allem zu verteidigen, was möglich ist. And so Hiro took that very seriously. Und er hat es sehr, sehr ernst genommen, diesen Befehl. And when the war ended. Und als der Krieg geendet ist. He thought it was propaganda. Und die Nachricht zu ihm kam, dachte er, das ist einfach nur Propaganda. And he kept his station on this Japanese island. Er hat seine Position auf dieser japanischen Insel gehalten. They would drop leaflets out of the aeroplanes. Die haben Flugblätter aus dem Flugzeug runter auf die Insel geschickt. To say the war had ended. Um ihm mitzuteilen, hey, der Krieg hat beendet. He would not believe it. Er hat es nicht geglaubt. They would send troops into the jungle where he was stationed. Die haben Truppen in den Dschungel geschickt, wo er sich versteckt hat. He would set traps and kill them. Und er hat Fallen gelegt und hat die anderen Truppen getötet. Until the 9th of March. Bis zum 9. März 1974. 1974. His army commander. Sein Oberbefehlshaber. That gave him the initial command. Der ihm den ersten Befehl, diesen Befehl gegeben hat. He got dressed in his army outfit. Hat sich wieder seine Armee. Went into the jungle. Sein Armeekleidung angezogen, ist in den Dschungel gegangen. And Hiro Onoda presented his official sword. Und erst dann hat Hiro Onoda dann sein Schwert übergeben. The principle here is that the battle had been finished. Das Prinzip, das da dahinter steckt, ist, dass die Schlacht der Krieg wurde schon gewonnen. Come on, but here was a man. Aber hier war ein Mann, who lived, der gelebt hat, as if he still had to make this happen. Ob er da immer noch kämpfen müsste. And this happens to you and me in our walk of faith. Das passiert nicht nur ihm, sondern auch uns in unserem Weg, wenn wir im Glauben leben. Come on, Christ declared 2000 years ago. Jesus hat vor 2000 Jahren am Kreuz it is finished. Gesagt, es ist vollbracht. And yet I still discover. Und trotzdem entdecke ich mich immer wieder. Beautiful followers of Jesus. Und andere wirklich schöne Nachfolger, wunderbare Nachfolger von like Jesus. Hiro Onoda, die so wie hier unser japanischer Freund still sind. Feel as if they need to win die the battle. Immer noch dabei sind und denken, sie müssen den Krieg noch gewinnen. Listen, counterfeit faith. Hört zu, falscher Glaube is deceptive. Der führt uns hin das Licht, der belügt uns. It's like fool's gold. Das ist so wie Katzengold, Narrengold. When the gold rush was there, people would discover gold. Als so diese Goldzeit war und Leute Gold entdeckt haben. But it would be counterfeit. Und die haben das angeguckt und es war aber eine Fälschung. Now listen to what 1 Peter 1 verse 7 says. Hört mal zu, was 1. Petrus 1, 7 sagt. This will help you in difficult times. Das sagt es, ich übersetze es. Das hilft dir in diesen schwierigen Zeiten. Okay, that's literally what the Bible says. This will help you in difficult times. Das ist, was hier die Bibel sagt. I mean, das hilft dir in schwierigen Zeiten. Also, okay, this will help you. Das wird dir helfen. Think of your faith. Denke über deinen Glauben. As something much more precious. Als etwas, was viel wertvoller ist. Than any possible evaluation of gold. Als irgendeine Bewertung von Gold. Remember that fire does not destroy the metal. Erinnere dich, dass das Feuer das Metall nicht zerstört. It reveals it. Sondern das Metall hervorbringt.
So what you do with gold is when you've dug up gold. Ja, was machst du mit Gold, wenn du Gold ausgegraben hast? You take that ore. Dann nimmst du diesen ganzen Klumpen. And they put it in a cauldron. Und dann tust du das in so einen Ofen. And they put it in the fire in the oven. Ja, yes. Und dann geht's in den Ofen rein. And in den all Brenner. The impurities. Und all diese Unreinheit. Come to the top. Die werden nach oben gebracht. And the goldsmith would scoop that off. Und dann kommt der Goldschmied und nimmt die oberste unreine Schicht weg. And put it back in the oven. Und dann geht das Ding wieder in it den comes Ofen. Out. Und dann kommt's wieder raus. All the impurities come to the All top. Die Unreinheiten gehen nach he oben. Would scoop it off. Und er schneidet wieder was ab. Until he could see his image. Bis zu dem Zeitpunkt, in dem er sein Bild perfectly in the gold. Perfekt im Gold widerspiegeln sieht. He would know it is pure. Und dann weiß er, jetzt ist es rein. And this is what Peter says. Peter is using this image. Und das ist, was hier Petrus sagen will. Er benutzt dieses Bild. When we land in Babylon, sagt er, wenn wir in Babylon sind, what it actually proves to us, was dort getestet und hervorkommt, it shows the authenticity of our faith. Was dort getestet wird, ist die Wahrhaftigkeit, die Authentizität it unseres doesn't Glaubens. Destroy your faith. Es zerstört nicht unseren Glauben. It reveals it. Es offenbart unseren Glauben. It brings Glauben. It to the front. Es bringt den Glauben nach vorne. And listen, the basis of our faith is not good moral intentions. Und hört, die Basis unseres Glaubens sind nicht einfach nur moralische Standards oder gute Absichten. Or when we give it our best shot. Oder glaube einfach, dass wir unser Bestes geben. What the test does. Was der Test, die Prüfung mit uns macht. What Babylon does. Was Babylon mit uns macht. It reveals the authenticity of our faith. Es bringt die Wahrhaftigkeit unseres Glaubens zum now Vorschein. Now Peter says. Jetzt sagt Petrus weiter. Now even gold. Sagt er, auch Gold is an inferior comparison to your faith. Gold ist ein minderwertiger Vergleich mit unserem oder was minderwertiges, wenn man es vergleicht mit unserem Glauben. Gold as a currency. Gold als eine Währung has only temporal and unpredictable value. Hat nur eine zeitliche und einen unvorhersehbaren Wert. It fluctuates as the market changes. Der Goldpreis schwankt, wenn der Markt sich verändert. Now in the same way. Und in der gleichen Art und Weise. That fire reveals gold. Wie Feuer Gold hervorbringt. Your authentic faith. Wird dein wahrhafter Glaube makes Jesus Christ visible, macht dein wahrhafter Glaube Jesus and, sichtbar and gives much reason to result und gives much reason gibt to result. Noch mehr Grund dass noch mehr ja yeah, yeah, it to result in praise yeah. And glory and honor und wenn Jesus sichtbar wird hat man noch einen größeren Grund dass mehr Herrlichkeit und mehr Ehre und mehr Lobpreis Gott zusteht oder Jesus zusteht. When you're confronted with the reality in Babylon, wenn du mit der Wirklichkeit von Babylon konfrontiert bist, what that moment does, was dieser Moment tut, it gives the opportunity, es gibt uns die Möglichkeit, for Christ, dass Jesus to be revealed. Offenbart wird durch uns. So this teacher prays. She says, Holy Spirit, what must I do? Der Lehrer von vorne, der von Anfang der Geschichte, der fragt, Herr, was soll ich tun? And the Holy Spirit gives her an idea. Und der Heilige Geist gibt der Lehrerin eine Idee. So she buys a bottle of milk. Sie hat also eine Flasche Milch gekauft. And she takes her cokie. Und dann nimmt sie ihren Stift. And she writes on the bottle of milk. Und sie schreibt auf diese Milchflasche drauf. Everyone. Für jeden. And the whole atmosphere in the staff room und die ganze Atmosphäre im Lehrerzimmer changes. Hat sich verändert. Something needs to change in our thinking. Es muss sich etwas in unserem Denken verändern. Romans chapter 12 verse 2 is very clear about this. In Römer Kapitel 12, Vers 2 ist sehr klar da. Listen to what Paul says. He says, do not be conformed. Da heißt es, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Why does he say, do not be conformed? Warum sagt er, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an? Because it's possible, Basti. Er sagt es, weil es tatsächlich möglich ist. It's possible for me to have my thinking. Es ist möglich für mich, dass mein Denken aligned to a faith. Übereinstimmt mit einem Glauben.
that does not represent what God believes about me. Ein Glauben, der nicht mit dem übereinstimmt, was Gott über mich denkt. And whether you're faced with a milk situation in the staff room, und ob du der Milch der Herausforderung gegenüberstellst im Lehrerzimmer, or you have a phone call from the school, oder einen Anruf kriegst von der Schule, about your son that is very uncomfortable and very difficult. In Bezug auf deinen Sohn, die eine Situation, die wirklich nicht schön ist. You cannot allow your thinking. Dann kannst du nicht deinem Denken erlauben, to be conformed mit den Maßstäben dieser Welt übereinzustimmen. To the pattern of Babylon. Ja, mit den Maßstäben von Babylon. Because it's possible. Now Paul Weil says, es möglich ist. Paul sagt, you need to be renewed in your thinking. Paulus sagt, du musst erneuert sein, erneuert because, werden in deinem Denken. Because faith Weil Glaube is not what you believe about God. Glaube ist nicht nur, was du über Gott denkst. Faith Glaube is to discover ist zu entdecken, what God was Gott believes about you über dich glaubt. That's what faith is. Das ist, was Glaube ist. And when we discover what God believes und about us, wenn wir das entdecken, was Gott über uns denkt und glaubt, the circumstances don't matter anymore. Dann sind die Umstände sind völlig egal. Die spielen keine Rolle mehr. Because you've discovered something that is much more stable. Weil wir etwas entdeckt haben, was viel stabiler ist. It's much firmer. Es ist viel fester. The foundation of that is much more permanent. Das Fundament von dem ist es ist lang anhaltend. Than what you and I could believe about God. Und es viel stärker, als wir über Gott glauben könnten. Listen, you know, when we sit here and we sing our worship songs. Wenn wir hier jetzt sitzen und stehen und unsere Lieder singen. It's easy to define my faith in God. Dann ist es einfach, darüber nachzudenken, was wir für einen Glauben in Gott haben. Because it's up there. Weil es hier ist. But tomorrow morning. Aber morgen im Alltag or tomorrow afternoon when you open your email oder morgen Nachmittag wenn du deine E-Mails anschaust and that email has come in und eine E-Mail kommt rein then my faith in God might not be as high as what it is dann mein Glaube in Gott mag vielleicht nicht mehr hier oben sein. But when we base our faith not on what we believe in him aber wenn wir unseren Glauben nicht auf das stellen was wir in Bezug auf ihn glauben. But when we discover what he believes about us, sondern das entdecken, was er über uns denkt und which glaubt. One would you choose? Welchen Glauben würdest du wählen? Which one will be more stable? Welcher Glaube ist fester und stabiler? I want to read you two more scriptures, if I may. Ich möchte euch noch zwei Bibelstellen vorlesen, bevor wir dann zum Ende kommen. In 2. Corinthians chapter 1. Im 1. Korinther 2. Korinther 1, Verse 19 to 20, Paul says this incredible, I mean, it is so beautiful, just listen to this. Im ersten Kapitel, he says, for the Son of God, sagt er, für den Sohn Gottes, Christ Jesus, who has been preached among you, das sagt er, denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, den wir in eurer Mitte verkündet haben. He's not yes and no. Es ist nicht jetzt und yes. No. Yes and und, no. Und nein? Yes, yes, yes. Nein, nein, ja. Nein. That's a good word. You see, sometimes my faith in God is yes and no. Ja, da heißt es im Vers 18, was wir euch sagen, ist nicht ja und gleichzeitig nein. Now we have it. Jetzt. Yeah. We had a situation like that as a family. Wir hatten so eine Situation als Familie. For 8 years we couldn't fall pregnant. Wir haben für 8 Jahre konnten wir als Ehepaar oder meine Frau nicht schwanger werden. Sometimes in that time my faith was yes. Und manchmal in dieser Zeit war mein Glaube ja. And sometimes it was no. Und dann auch wieder nein. But what he believed in us. Aber was er über uns gedacht hat und an uns geglaubt hat. Was always yes. War immer ja. Doesn't change. Es verändert sich nicht. So listen what Paul says. He says to him it is always the divine yes. Hört, was hier Paulus schreibt. Für ihn ist es immer das göttliche Ja. Now in verse 20. Jetzt im Vers 20. For no matter how many promises God has made. Da heißt es, was immer Gott an Zusagen gemacht hat. They are yes in Christ. In seiner Person finden sie alle ihre Erfüllung. Come on, that was a really good place for you to say das amen. Das wäre jetzt ein richtig guter Platz gewesen, um Amen zu sagen. Yes, a really good place. Ein richtig Because guter Ort. God has destined every promise in Christ for your life. Weil Gott in Christus alles für uns erfüllt hat, jede Verheißung. But now he says they are yes in Christ. Aber hier sagt er, sie sind ja, Amen in Christus. And so through him.
Also durch ihn. We speak the Amen. Durch ihn sagen wir Amen. Ja, we speak. Heißt es, er ist das Ja und deshalb sprechen wir auch unter Berufung auf ihn zur Ehre Gottes das Amen. Yes. Ja. The fact is, God has spoken. Die Tatsache ist, dass Gott gesprochen hat. The question is, have you said Amen? Die Frage ist, hast du dazu Amen gesagt? Have you said yes? Hast du Ja gesagt? Have you brought your faith in alignment? Hast du deinen Glauben in Übereinstimmung gebracht? With what God believes over you? Mit seinem Glauben, mit dem, was er über dich denkt. Because God has spoken out over you. Weil Gott über dich Dinge ausgesprochen you hat. You now have the privilege. Und du hast jetzt das Vorrecht. The joy. Die Freude. Of responding yes, Lord. Zu antworten auf das mit deinem Ja. And the minute you say yes, und in dem Moment, in dem du Ja sagst, you start receiving. Dann fängt es an, dass du es auch empfängst. You start receiving, something changes. Dann fängt changes. Es an, dass du es empfängst, etwas verändert sich. We struggled for 8 years and then we had 4 boys. Haben für 8 Jahre haben wir gekämpft und dann hatten wir am Ende 4 Jungs. Our eldest son is now at university. Unser großer ist in der Universität. But our 3 younger ones are still in the house. Aber unsere 3 Jüngeren sind immer noch im Haus. And so when Malin packed out some of his boxes recently. Als der große ein paar seiner Umzugskisten ausgepackt hat. Our 3 youngest sons found a book. Dann haben unsere 3 Jüngeren ein Buch gefunden. I bought this book for Malin many many years ago. Ich habe das Buch für unseren größten viele It's Jahre. Called The Dangerous Book for Boys. Es wird genannt das gefährliche Jungs für Buch für Jungs. Klick nochmal drauf, nicht drauf. I think every boy on the planet should have a book like that. Ich denke, jeder Junge auf diesem Planeten sollte so ein Buch haben. It teaches the boys how to fall out of trees. Es beschreibt oder lehrt den Jungs, wie sie von Bäumen runterfallen können. How to play card games. Wie sie Spiele spielen können, how to build a shelter, wie sie einen Rückzugsort bauen können, how to tie a knot, wie sie Seile binden können, Knoten, so ein so Abenteuerbuch. Our boys discovered this book. So unsere Jungs haben dieses One Buch day, entdeckt. Sheree and I come home. Und eines Tages sind Sheree und ich nach Hause gekommen. And they're waiting for us at the front door. Und sie haben an der Tür schon auf uns gewartet. With a book. Mit diesem Buch. They said we need to have a family meeting, please. Er sagt, wir wollen gerne ein Familientreffen. So now we're all in the kitchen. Also waren wir alle in der Küche. And they open up the book on a specific page. Und sie haben das Buch an einer spezifischen Stelle aufgeschlagen. And this page tells you. Diese Seite hat beschrieben. How to build a zip wire. Wie man eine Seilbahn baut. Okay. Now we live in a double-story wir house. Haben so ein Haus mit 2 Stockwerken. And so they've figured out if we move Malin's room to the back room. Und sie haben dann herausgefunden, wenn sie das Zimmer vom Großen, der an der Uni war. And Brayden, our second son. Und hier unser Großer, Brayden. If he moves Brayden, into Malin's room. Und wenn er dann in das Zimmer zieht. Then they can build a zip wire. Dann können sie eine Seilbahn bauen. Out of his room, aus seinem Kinderzimmer. Over the garden, über den Garten. To the garage at the back, zur Garage hinten. So that they can zip wire down, so dass sie sich da ranhängen kann an diese Seilbahn. And fall onto the trampoline. Und dann, während sie die Seilbahn runterfahren, aufs Trampolin fallen und dort landen. And they're convinced it's gonna work. Und die sind total überzeugt, das wird funktionieren. Because they now read. Weil sie das gelesen haben. This is what the book says. Das ist, was das Buch sagt. And if the book says this, und wenn das Buch das da beschreibt, it has to be true. Dann muss es wahr sein. And I'm sitting there thinking, und ich sitze da und denke, how is it possible, wie ist es möglich, that 3 little boys, dass 3 kleine Jungs can have their imagination, die Vorstellungskraft haben, their attention, und die Aufmerksamkeit, and their conviction, und diese Überzeugung, so affected, dass das so mit denen was gemacht hat, that they felt they had the capacity to do this. Dass sie aufgrund des allem dachten, sie haben die Kapazität und die Kraft und die Möglichkeiten, das zu tun. My heart sometimes breaks. Und mein Herz ist da manchmal gebrochen. That we, dass wir, would read the word, das Wort Gottes lesen, and not even think. Und nicht mal darüber nachdenken, that we had the capacity to come into agreement, dass wir mit dem, was dort steht, in Übereinstimmung kommen können. With the thoughts and the words, mit den Gedanken in dem Wort Gottes. The faith that God has spoken out over your life. Im Wort Gottes hat Gott seine Gedanken, seinen Glauben über dein Leben ausgesprochen. In the book of Daniel. Im Buch von Daniel.
Daniel's three friends. Daniel seine drei Freunde. Find themselves in a very difficult situation. Finden sich wieder in einer richtig schwierigen Situation. Nebukadnezar. Some people convinced him. Der wurde einfach von ein paar Leuten überzeugt, that he should build a statue 9 meters high. Dass er sich eine eigene Statue von 9 Metern bauen sollte. Out of solid gold. Aus purem Gold. And everybody. Und jeder. Would come together. Würde jetzt zusammenkommen. And they would bow down before the statue. Und dann würden sie sich niederknien und diese Statue anbeten. It was a trap. Es war von den Leuten, die den König überzeugt haben, eine Falle. They wanted to catch out. Die wollten jemanden, Shadrach, Meshach und Abednego. Wollten die drei, Shadrach, Meshach und Abednego, wollten die in das Licht führen. And in Daniel chapter 3, und im Daniel Kapitel 3, there's this one moment, ist dieser eine Moment, when the people who set this trap, als die Leute, die diese Falle gelegt hatten, they speak to Nebuchadnezzar. Sprechen sie dann zum Nebukadnezar? And they say to him these words. Und sie sagen zu ihm. Now listen carefully. They say to him. Was da steht? Says these three young men. Das sagen sie zum König. Diese drei jungen Männer. They pay no attention to you. Sie schenken dir keine Aufmerksamkeit. Just listen to what he says. They didn't say they're not bowing down before the statue. Die sagen nicht, die sind da nicht niedergekniet. They say they're paying no attention to you. Sie sagen, sie geben dir keine Aufmerksamkeit. What are they saying? Was sagen sie hier? They're saying that Shadrach, Meshach and Abednego. Die sagen, dass sie drei. Does not give space. Dass sie nicht Raum geben. They do not give space in their thinking. Sie geben keinen Raum in ihrem Denken, in ihre Gedanken. To the things that Nebuchadnezzar was expecting of them. Zu den Dingen, die Nebukadnezar von ihnen forderte. Listen. Hör zu. Before you get even to the place where you bow down before the idol of Nebuchadnezzar, bevor du an den Ort kommst, wo du niederkniest vor Nebuchadnezzar, you end up giving thinking space. Gibst du ihm erstmal Raum in deinen Gedanken. To Babylon. Raum zu Babylon. Babylon captivates your thinking. Ja, Babylon, das nimmt deine Gedanken gefangen. It takes over the capacity of your mind. Es übernimmt die Kapazität deines Denkens. It fills you with fear. Es füllt dich mit Angst. It fills you with confusion. Es füllt dich mit komischen Gedanken, mit Zweifel. It fills you with all kinds of things that God does not want your life to be filled with. Es füllt Babylon füllt dich mit so vielen Gedanken, die Gott gar nicht in deinen Gedanken haben will. Your very best intentions, deine besten Absichten, are not going to stand in that moment. Werden in diesem Moment nicht bestehen. Your highest moral values, deine hohen moralischen Vorstellungen, will not stand against the thinking space. In dieser Situation nicht bestehen. Of Nebuchadnezzar. Die werden diesen Gedanken nicht bestehen. Happen. Es wird nicht passieren. You will end up bowing yourself down. Du wirst down. Am Ende niederknien. And you will feel the pain and the impact of that moment. Du wirst den Schmerz fühlen und die Auswirkung dieses Moments. But now in Daniel 3 verse 17 aber to 18. In Daniel 3 Vers 17, 18. Nebuchadnezzar says, listen, he says we're going to make this fire 7 times hotter. Und er sagte, hey, wir machen jetzt ein Feuer und das machen wir 7 mal heißer. I didn't even know that was possible. Ich wusste nicht mal, dass es möglich ist. But he makes this furnace hotter and he says, listen, now you need to bow down. Aber er macht es so heiß wie es geht und sagt, ja, jetzt müsst ihr niederknien. And the three friends of Daniel respond in this way. Und die Freunde von Daniel, die reagieren in dieser Weise. They say, if we are thrown into the furnace. Die sagen, wenn wir in das Feuer geworfen werden. Okay. If we are thrown. Wenn wir in das Feuer geworfen werden. The reality for some of us is going to happen. Die Realität für uns, für manche von uns ist, dass das passieren wird. My dad. Mein Vater. Whose birthday is today, Lizzie? Ist sein Geburtstag auch heute. 5 years ago he was visiting us in London. Vor 5 Jahren hat er uns in London besucht. He was complaining about pain. Er hat sich beklagt über den Schmerz. We took him to the doctor. Wir haben ihn zum Arzt gebracht. And while they were in London, they diagnosed cancer. Und während er in London war, haben sie Krebs bei ihm diagnostiziert. And I'll never forget the day when he came back from the doctor. Und ich werde den Tag nie vergessen, als er vom Doktor zurückkam. He knelt down. Ist er auf die Knie gegangen. In our living room we prayed. In unserem Wohnzimmer, wir haben gebetet. But 5 months later we buried him. Und 5 Monate später haben wir ihn beerdigt. If we are thrown into the blazing furnace, wenn wir in das Feuer geworfen werden, doesn't make us immune. Das macht uns nicht immun. The fact that we follow Christ doesn't make us immune to some of the challenges that we sometimes face in our lives.
nur aufgrund der Tatsache, dass wir Jesus nachfolgen, sind wir immer noch konfrontiert mit Herausforderungen und werden solchen Dingen ausgesetzt. Nebuchadnezzar, if we are thrown into the furnace. Nebuchadnezzar, falls wir, wenn wir hineingeworfen werden ins listen Feuer. Listen to what they say now. They say, then the God we serve. Dann wird der Gott, den wir dienen, is able to deliver us. Ja, der Gott, den wir, dem wir dienen, der kann uns not retten. If our God is not able to deliver us. Sagen Sie nicht, wenn unser Gott dann nicht fähig ist, uns zu retten. The principle here is in their thinking space. Das Prinzip liegt hier in ihren Gedanken. In their faith. In ihrem Glauben. God is always able. Gott ist es immer möglich. Whether he does or whether he does not. Ob wir sterben oder nicht. He is able. Für Gott ist es immer möglich. That is our departure point. Das ist unser Ausgangspunkt. That is our point of faith. Das ist unser Punkt, unser Ausgangspunkt. That is where von unserem we stand Glauben. In das ist, worauf wir stehen. And daughters of darauf God. Stehen wir als Söhne und Töchter Gottes. This is where we've been planted in. Das ist, wo wir hineingewurzelt it's not how sind. Much we believe in him. Ist nicht, wie stark wir an ihn glauben. It's how much he believes. Es ist, wie stark er an in uns glaubt. We will not give Nebuchadnezzar space in our thinking. Wir werden Nebukadnezar keinen Raum in unseren Gedanken geben. He says he will deliver us from your majesty's hand. Er sagt hier, er wird uns retten von der aus der Hand des Königs. But even if he does not. Aber wenn er auch wenn er es nicht tut. It still doesn't change what we believe. Es wird nicht verändern, was wir glauben. It still doesn't change what we've discovered. Wird nicht verändern, was wir entdeckt haben. We will not be like Hiro Onoda. Wir werden nicht wie Hiro Onoda sein. Trying to fight a battle. Die einen Kampf versuchen, irgendwie zu gewinnen. That has already been won. Einen Kampf zu gewinnen, der schon gewonnen ist. I'd like to pray over you. Ich möchte mit euch noch beten. Heavenly Father. Vater im Himmel. Thank you that I can pray over each one in this room today. Danke, dass ich heute über jeden einzelnen beten darf in diesem Lord, Raum. Thank you for everybody that's watching online. Jeder, der auch zuguckt im Livestream. Danke. May your Holy Spirit be revealed to each and everyone. Möge dein Heiliger Geist jedem offenbar werden jetzt. In this moment. In diesem Moment. I really sense to pray for men today. Ich finde einfach für Männer zu beten yeah. heute. I want to pray for men. Kann ich für Männer beten? I want to pray for men in this room and those watching online. Ich möchte für die Männer hier im Raum beten und für die, die online zuschauen. If you as a man in this room perhaps feel you've come to a place, wenn du hier im Raum bist und das Gefühl hast, einen Ort gekommen zu sein, where you know you've given Nebuchadnezzar space in your thinking, und du irgendwie spürst, du hast Nebuchadnezzar Raum in deinen Gedanken gegeben. It's not a shameful thing. Es hat it's was, happened was to all of us. Passiert uns allen. It's part of our journey. Es ist Teil unserer Reise mit Gott. If you're a man in this room and you've said that's it. Wenn du ein Mann hier im Raum bist und sagst ja, das ist bin ich. But you want to say today, Lord, thank you that your word reveals this. Und du möchtest aber heute Jesus sagen, danke, dass du mir das offenbart hast. And change comes. Und danke, dass du Veränderung bringst. Thank you for your change. Danke für deine Veränderung. I'd like to invite you just to stand up. Ich möchte dich einfach an deinem Platz bitten aufzustehen. Just as a sign of your commitment to this. Einfach nur als ein Ausdruck deiner Verpflichtung zu dem. Just as a sign to say yes, thank you, Lord, I receive. Und einfach zu sagen, ja, Herr, ich möchte das wirklich empfangen. I receive. Ich empfange das. I receive. Ich empfange das. I receive. Ich empfange das. Can I invite you if you're standing? Don't you want to just use your stretch out your hands as if you're receiving? Ja, wenn du stehst, wenn du deine Hände aufnehmen willst oder hochhalten thank willst, um you, zu empfangen. Thank you, Holy Spirit. Danke, thank you that today, if you're changing the destiny of families. Danke, dass du heute in diesem Moment die Bestimmung und die Richtung von Familien änderst. Thank you, Holy Spirit, that you're bringing creative thinking as far as their workspaces are concerned. Danke, dass du Kreativität schenken wirst, auch in Bezug auf ihre Arbeit. Thank you, Lord, I sense where relationships are broken. Und ich spüre einfach da, wo Beziehungen auch zerbrochen sind. The thinking space in that broken relationship. Ja, diese Gedanken in Raum in diesen gebrochenen Beziehungen. It no longer governs. Es ist nicht mehr regiert durch Nebuchadnezzar. Thank you, Lord, that we can bring wholeness into the situation. Danke, dass wir Ganzheit und Friede hineinsprechen. You might have found the authenticity of your faith tested. Du merkst, wie dein Glaube, die Wahrhaftigkeit getestet wird. And you might have found it running short. Und du hast vielleicht gemerkt, es reicht nicht aus. You've run out of fuel. Du bist, der Treibstoff hat nicht gereicht. Today, Holy Spirit says to you. Und der Heilige Geist sagt heute, I change the way you believe. Ich ändere die Art und Weise, wie du glaubst. Your faith is no longer built on what you believe.
Dein Glaube basiert nicht mehr darauf, was du glaubst. But you will discover faith is built on what I believe. Du wirst entdecken, dass dein Glaube darauf basiert, was ich glaube. It's built on what I believe about you. Es ist, was ich glaube über dich. And it will be a game changer. Und es wird ein Game Changer, ein Spielveränderer werden. Es wird was verändern. And we pray this in Jesus' name. Und wir beten das im Namen Jesus. Thank you, Holy Spirit. Danke, Heiliger Geist. Thank you, Holy Spirit. Danke, Heiliger Geist. Amen.